Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Vortrag von Johnson Controls. Es geht um cybersichere Datenübertragung mit BACnet SC. SC steht für Secure Connect. Und das Ganze ist bei uns gekoppelt mit der Veröffentlichung oder der Einführung von Metasys Release 12. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karl-Heinz Belser. Wie gesagt, Johnson Controls Mitarbeiter. Ich bin in der Funktion tätig als Key Account Manager im Bereich der Akquise von Großprojekten. Und zusätzlich bin ich für das Verbandswesen aktiv bei uns im Unternehmen. Und in dieser Eigenschaft bin ich auch dann hier der Präsident der BACnet Interest Group. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Und ich will dann auch gleich loslegen. Metasys ist die Systemfamilie von Johnson Controls, die wir weltweit für Systeme einsetzen, für installierte Gebäude, für kommerzielle große Gebäude, Liegenschaften, Universitätsinstitute, Krankenhäuser, Flughäfen, Rechenzentren, was man sich so alles vorstellen kann. Metasys 12 hat als wesentliches Funktionsmerkmal und als Erweiterung eben diese sichere Datenübertragung vom offenen Protokollstandard BACnet. Also unsere Produkte sind seit 2004 mit dem herstellerneutralen Datenübertragungsprotokoll ausgerüstet. Zusätzlich gibt es Erweiterungen im Bereich der Displays, also der Mensch-Maschine-Schnittstellen. Wir haben auf dem Leitstand entsprechend, so wie Sie es hier oben sehen, einen neuen grafischen Standard. Wir arbeiten mit HTML5-Grafiken, die man dann entsprechend beliebig skalieren kann, die vektoriell unterstützt sind. Wir haben eine neue Schnittstelle für die Mensch-Maschine-Kommunikation auf den DDC-Reglern und wir unterstützen auch MQTT als Integration bei den SN X-Automationsstationen. So, BACnet SC in kurzen, knappen Zügen wurde released, veröffentlicht als Erweiterung vom BACnet Standard 2020 und dort ist es der Anhang BJ, das war das Addendum in der Standardisierungsarbeit. Und in der Veröffentlichung ist es der Anhang AB zum Standard 2020. So sieht das Dokument aus, was man im Ashray Bookstore sich beschaffen kann. Das kann man runterladen. Und wir haben damals Druck gemacht von der Big EU, um eben offene, herstellerneutrale Datenübertragung auch cybersicher zu halten. Wir hatten die Eingabe dann gemacht an das Ashray-Gremium. Und man hat dann dort schnell reagiert und das eben dann die laufenden Bearbeitungen der 2020er Version vom Standard als Anhang dann noch mit veröffentlicht. Was ist BACnet Secure Connect, BASC, BACnet SC? Es ist das aktuelle Update des BACnet Standards mit dem Ziel, die Cybersicherheit und die Integrität der Netzwerkinfrastruktur entsprechend zu verbessern. Wie hat man es gemacht? Man arbeitet jetzt mit verschlüsselter Datenübertragung des offenen Protokolls. Das heißt, Geräte, die sich gegenseitig kennen, wo die Datenübertragung zugelassen ist, die sprechen das herstellerneutrale Protokoll BACnet in einer verschlüsselten Form. Warum hat man es gemacht? Wir sehen ja seit Jahren, dass wir in der IT-Welt uns immer stärker hineinbewegen, auch in die Netzwerkinfrastruktur bei den Kunden, in den Liegenschaften. Und wir haben dort eben mit den IT-Verantwortlichen immer wieder das Thema, dass halt BACnet IP, so wie wir es bisher hatten in der bisherigen Implementation, dort nicht besonders beliebt war. Und wir haben uns jetzt eben stärker dann mit dem BACnet Secure Connect an die IT-Standards für sichere Datenübertragung angeglichen. So muss man sich das vorstellen. Hier sehen Sie es in der Gegenüberstellung. Wir haben hier klassisch, so wie man es über zwei Jahrzehnte gemacht hat, BACnet over IP.
Das sattelt auf im Transportlayer auf dem UDP-Protokoll und geht dann direkt in die Network Layer, Application Layer und in die Bugnet-Applikation. Das ist die bisherige Form gewesen, wie man im Netzwerk, im IP-Netzwerk eben die Daten zwischen Backnet-Geräten übertragen hat. Backnet Secure Connect setzt auf im Application Layer. Das hier sind die 7 Schichten im ISO-OSI-Referenzmodell für die Klassifizierung von Datenübertragungssystemen. Und wir sehen, dass wir hier mit dem TCP-Protokoll arbeiten. Wir verwenden die Verschlüsselung nach TLS Version 1.3. Dann kommen die Websockets vom Hypertext-Protokoll und dann kommt eben Backnet SC mit dieser verschlüsselten Übertragung. So, und jetzt das Ganze basiert natürlich auf einer komplexen Mathematik. Und die will ich Ihnen nicht näher bringen, will es nur kurz anreißen. Und das sind jetzt so die wichtigen Punkte eben. Also der aktuell bestmöglichste Standard für IT-Sicherheit wird damit gewährleistet. Wir arbeiten nicht mehr mit den klassischen Backnet-Broadcast-Befehlen, so wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Und die Geräte nutzen eben dann auch DNS für die Namensauflösung. Und die Geräte sind untereinander gegenseitig authentifiziert. Und erst dann können sie praktisch in den Datenübertragungsmodus gehen. TCP anstelle von UDP habe ich schon angesprochen. Mit Websockets haben wir natürlich den Standardport 443 anstelle von 47808, wie es bislang der Standard war. Es gibt eine neue Einheit, die dann in diese Systemtopologie dazukommt. Das ist eben der Hub. Der Hub ist ja zunächst eine zentrale Einheit, die Kommunikation erstmal dann für die Zertifizierung anschiebt. Wir sehen es dann auf der nächsten Folie. Es wird dann zunächst ein Root-Zertifikat ausgegeben. Dann gibt es ein temporäres Intermediate-Zertifikat und im Rahmen dann dieser Anwahlen kommt dann das Device-Certificate in das Endgerät hinein. Und der Vorteil ist eben hier, dass man diese Root-Zertifikate tatsächlich dann nur für die primären Initialisierungen verwendet. Und sie sind dann nicht immer präsent und sind nicht gefährdet, überschrieben oder gehackt zu werden. Und wir arbeiten hier mit Standardmechanismen. Wir von Johnson Controls verwenden ECC-Typ-Zertifikate. ECC steht für Elliptic Curve Cryptography. Also diese Daten werden dann so in elliptischen Kurven quasi übersetzt und damit kryptografiert und das Endgerät muss die gleiche Mathematik beherrschen auf der anderen Seite, sodass wir Ende zu Ende dann dieses offene Datenübertragungsprotokoll Backnet sprechen können, aber die Datenfolge selber, die ist praktisch geschlossen, so wie wir es kennen von den sicheren Internetseiten, wo wir auch mit diesen TLS-Mechanismen, also was Sie kennen, wenn Sie eine sichere Seite ansurfen, wo dann steht HTTPS, dann wissen Sie, das ist eine Seite, die überträgt, gesichert und verschlüsselt. Und diese Mechanismen haben wir jetzt im Backnet entsprechend auch. Hier, das hatte ich schon erwähnt, dass wir die Root-Zertifikate sichern, indem wir sie nur tatsächlich für die Erstinitialisierung verwenden. Und das Intermediate-Zertifikat wird dann genommen, um das Device-Zertifikat anzuschieben. Es gibt diese Einheit, von der ich vorher schon gesprochen habe, diesen Hub. Der Hub initialisiert dann diese Datenübertragung, er stellt die primäre Verbindung her, er hat auch die Root-Zertifikate für die Devices und hier wird dann praktisch das System
abgebildet in der Form, dass die Kommunikationswege von diesem Hub geebnet werden, dass die Geräte untereinander sprechen können. Der Hub ist dann eine kritische Einrichtung. Wenn der Hub nicht zur Verfügung stünde, würde die Kommunikation teilweise dann zum Erliegen kommen, wenn es jetzt nicht Vereinbarungen sind, die zwischen Geräten bestehen. Das heißt, für den Hub brauchen wir ein Failover, eine Failover-Einrichtung. Und das kommt dann hier ist also die Kommunikation dann zustande gekommen, wenn wir die vertrauenswürdigen Geräte untereinander verbunden haben. Also die Vertrauenswürdigkeit wird durch diese Zertifikate entsprechend dann gegeben. Die Zertifikate müssen periodisch aktualisiert werden. Das kann ein Stolperstein sein, jetzt in der Einführung von Secure Connect. Alle 2 Jahre müssen die Zertifikate aktualisiert werden. Und wenn man das jetzt nicht beachtet, wenn dafür sich niemand verantwortlich fühlt, dann kann es natürlich passieren, dass die Kommunikation dann zum Erliegen kommt, wenn die Zertifikate nicht aktualisiert werden. Bestimmt gibt es dann auch Alarmmeldungen, aber das hängt dann eben vom Grad der Ausbildung des Nutzers ab, ob er dann mit dieser Alarmmeldung, dass ein Zertifikat ausläuft, etwas anfangen kann. Also da muss man dann in der Anwendungsphase in den ersten Jahren entsprechend sich dieses Wissen aneignen, und vor allem es ist ein organisatorisches Wissen, es geht um Arbeitsprozesse, wie man eben dann diese Zertifikate periodisch aktualisiert. Hier sehen wir es nochmal, hier ist dann auch dieser Secondary Hub dargestellt, also das ist der auch es gibt hier den Begriff des Failover Hubs oder Secondary Hubs, also dieser zweite Hub, der hat die ganzen Informationen, die im ersten Hub auch vorhanden sind. Das heißt, wenn dieses Gerät durch äußere Eingriffe oder wie auch immer nicht zur Verfügung stehen würde, wenn Stromausfall oder alles Mögliche sich vorstellen kann, dann würde der Failover Hub, der Secondary Hub, entsprechend die Kommunikation weitertreiben. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, also BACnet Secure Connect beseitigt die Vorbehalte, die es eben bei der IT gab bezüglich der bisherigen Verwendung von BACnet over IP. Wir arbeiten basierend auf TLS 1.3 Standardsicherheitsmechanismen, die in der IT üblich sind. Es sind 128-Bit oder 256-Bit Kryptografien üblich, man arbeitet mit elliptischen Kurven, also die konvertierten Daten liegen dann auf diesen elliptischen Kurvenlinien und werden dann zwischen den Geräten dann quasi wieder zusammengesetzt, sodass das, was man vorne reinschiebt, auf der anderen Seite dann entsprechend auch ankommt. Hier, das hat man schon kurz gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit UDP, das war den IT-Lern bei den Kunden weniger angenehm, wir arbeiten jetzt mit IP TCP und wir setzen jetzt eben auf Standard-IT-Protokolle HTTPS und gesicherte Websockets. Es gibt keine Broadcast-Messages mehr, so wie früher bei BACnet. Hier noch ein bisschen Schleichwerbung für Johnson Controls. Das sind die Produktlinien. Wir haben also den Application Server, da gibt es 3 verschiedene Varianten. Die werden als Hub und als Failover-Server verwendet. Dann haben wir hier die Netzwerkautomationsstationen, die großen NAEs und SNEs. Und dann haben wir IP-Anlagenregler. Auch hier haben wir immer mehr Miniaturisierung. Es gibt hier einen, zum Beispiel diesen variablen Volumenstromregler mit integriertem Klappenstellantrieb, der bereits auch dann die IP-Schnittstelle hat. Feldgeräte sind nach wie vor natürlich hier ohne IP-Anschluss. Das ist eine Momentaufnahme natürlich. Ich möchte Sie noch informieren, dann über das VDMA-Einheitsblatt 24774. Da habe ich die Initiative im Herstellerdachverband, im VDMA, vor ein paar Jahren mal angeschoben. Das ist so eine praktische Anleitung, eine Hilfestellung für die Einschätzung möglicher Bedrohungslagen. Ausgehend aus der Bedrohung kann man sich Gedanken machen zur Schadensvermeidung.
Man kann natürlich auch Worst-Case-Szenarien durchdenken, wo man dann mit Schaden rechnen muss. Und wenn Schäden zu erwarten sind, kann man sich entsprechend auch zur Schadensminimierung Strategien überlegen. Und das ist jetzt eine Anleitung für Leute aus der Praxis, um denen zu helfen, eben Lösungsansätze zu finden für die Beseitigung von Schwachstellen. Das noch abschließend als, ja, wie heißt das heute, Sneak Preview, ein Appetizer, um unser VDMA-Einheitsblatt, dass sie sich vielleicht dieses beschaffen und auch damit sich auseinandersetzen, weil die IT-Sicherheit grundsätzlich, aber natürlich auch in der Gebäudeautomation, ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, die Sachen müssen geplant werden, sie müssen ausgeschrieben werden, es muss dann in Werkverträge kommen vom Systemintegrator, der es dann liefern muss. Und am Ende, wenn die Anlagen dann abgenommen sind und in Betrieb sind, muss jemand periodisch dran denken, diese Zertifikate entsprechend auch zu aktualisieren. Das war's von meiner Seite. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass wir mit BACnet Secure Connect und natürlich auch wir jetzt als Anbieter von Johnson Controls mit unserem Metasys Release 12 damit unseren Kunden viel helfen können, um weiterhin offene Datenübertragung praktizieren zu können und trotzdem das Ganze sicher zu halten, damit keine Hacker in kritische Liegenschaften einbrechen können, um dort irgendwelchen Unsinn anzurichten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.